Der Lebensbaum gehört zur Mythologie vieler Völker und ist ein altes Symbol der kosmischen Ordnung. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde und seine Wipfel berühren den Himmel. Dieser Lebensbaum spielt auch in der Maya-Kosmologie eine wichtige Rolle. Um die vertikale Achse nach oben und unten bildet sich ein Kreis oder Kreuz aus den vier Himmelsrichtungen mit den zugeordneten Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. So entsteht ein Kraftfeld aus sieben Richtungen. Oben, unten, die Mitte und die vier Richtungen im Kreis. Du bist verbunden mit der Erde und dem Himmel und fühlst, wie sich die Energien der Erde und des Himmels auf- und absteigend in deinem Körper bewegen. Und du bist ganz da und nimmst deinen Platz ein. In diesem Bewusstsein grüßen und rufen wir jetzt alle Kräfte des Himmels und der Erde, die vier Himmelsrichtungen, Elemente, deine geistigen Begleiter, deine Krafttiere und die Nahuales des Maya-Kalenders. Herz des Himmels, Corazón del Cielo, göttliche Quelle, Mutter, Vater, die du alles Leben erträumt und erschaffen hast, durchstrahle mich mit deinem Licht, auf dass mein Bewusstsein als Teil von dir, als göttlicher Funke, sich mehr und mehr weitet. Dein Kreis der Kraft ist jetzt aufgebaut. Du bist in der Mitte des Lebensbaums und kannst jetzt hier ganz in Ruhe um Führung und Botschaften bitten. Konzentriere dich auf deine Absicht und sei dann einfach offen für alles, was sich dir zeigen mag. Ich entzünde den kosmischen Funken in mir. In geistiger Klarheit bin ich hier. Ich gebe mich hin dem göttlichen Willen in mir. In Demut und Dankbarkeit bin ich hier. Ich schöpfe aus dem Kreis der Kraft und bring mein Geschenk von Liebe gelenk.